Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes. Wir haben heute als Thema das Übergewicht, Adipositas und Adipositas-Chirurgie. Und als Gast darf ich begrüßen Herrn Dr. Gärtner. Er ist Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und Leiter der Adipositas-Chirurgie am Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Herr Dr. Gärtner, willkommen. Was ist eigentlich Adipositas? Adipositas ist eine chronische und leider unheilbare Erkrankung, also krankhaftes Übergewicht. Und die Adipositas-Chirurgie ist der Überbegriff für die operative Behandlung dieser chronischen Erkrankung, die wir aber, muss man sagen, auch durch diese Operation nicht heilen können. Da gibt es ja solche Werte, die man nehmen kann, BMI. Ja, wir orientieren uns immer noch am sogenannten Body Mass Index. Das ist ja eine Maßzahl für das Verhältnis Körpergewicht zur Körpergröße. Und der BMI von 40 ist so die Eingangsvoraussetzung, beziehungsweise 35 Kilogramm pro Meter im Quadrat, wenn schon Nebenerkrankungen da sind. Und wenn wir dann eine erfolglose konservative, also nicht operative Therapie nachweisen, dann haben wir die Voraussetzungen für diese Operation. Also ein BMI normalerweise bei Männlein und Weiblein ist ja so bei 24 so, wenn ich das so richtig erinnere. Also das heißt also, da muss man doppelt so dick sein, wie man sein darf. Ja, nicht ganz. Also zwischen 20 und 30 würde ich jetzt mal ganz großzügig sagen, ist das, was weitgehend normal ist. Und wenn man das mit mindestens 5 Punkten übertrifft, dann sprechen wir schon von der Adipositas Grad 2. Wird denn diese Chirurgie immer mehr akzeptiert? Kommen immer mehr Menschen zu Ihnen? Denn wir haben ja immer mehr Übergewichtige in Deutschland. Wir haben 65% der Männer, die übergewichtig sind, 50% der Frauen und sogar 15% der Kinder sind schon übergewichtig. Insbesondere, weil in Deutschland die Akzeptanz sehr lange, viele Jahre, muss man sagen, nicht hoch war, hat sie sich mittlerweile durch die einfach sehr guten Daten, die wir mittlerweile haben, tatsächlich durchgesetzt. Also ich operiere 100% auf Kassenleistung. Wir haben praktisch keine Selbstzahler mehr. Donnerwetter. Ist dann die Chirurgie ein primärer Ansatz der Therapie des Übergewichtes oder haben diese Patienten schon ganz andere Reisen, Odysseen hinter sich, was ihr Gewicht angeht? Praktisch alle haben einen jahrelangen Leidensweg. Also die haben alle den sogenannten Jojo-Effekt mehrmals hinter sich. Die haben schon viele Kilogramm, teilweise im zweistelligen Bereich abgenommen, können es nicht halten, es geht wieder hoch und irgendwann sagen sie so, jetzt kann es so nicht bleiben. Oder sie werden vom Hausarzt geschickt, der entsprechende Nebenerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Schlafapnoe oder ähnliches. Da haben Sie eine ganze Reihe von Krankheiten angesprochen. Sind die eigentlich immer mit Adipositas vergesellschaftet? Also die Schlafapnoe und Gelenkbeschwerden, Gelenkerkrankungen? Die Adipositas ist mit sehr, sehr vielen Begleiterkrankungen vergesellschaftet. Man darf nicht sagen, ein schlanker Mensch kann nie Diabetes bekommen. Aber die Adipositas, spätestens ab Grad 2 und 3, ist sehr häufig mit diesen sogenannten Adipositas-assoziierten Nebenerkrankungen verknüpft. Wie erfolgreich ist die Adipositas-Chirurgie? Erfolgreich ist so eine Definitionssache. Wenn wir auf das Normalgewicht abzielen, haben wir sehr wenig Erfolg, weil wir das praktisch nicht erreichen. Also vom BMI von 40 auf 24 kommt keiner. Das schaffen wir nicht. Aber wenn wir es schaffen, und das schaffen wir sehr, sehr häufig, den BMI um 10 bis 12, 15 Punkte zu reduzieren, kriegen wir teilweise Diabetiker in eine Vollremission, dass sie keine Medikamente mehr brauchen und einen normalen Blutzucker haben. Und der Schlafapnoiker schnarcht nicht mehr? Der schnarcht nicht mehr, braucht sein Schlafgerät nicht mehr und solche Dinge. Oder die Hüftprothese kann implantiert werden, sodass sie auch eine Chance hat, 10, 20 Jahre drin zu bleiben. Länger zu halten. Das sind ja alles ganz positive Effekte. Warum wird es dann so wenig operiert? Wir hatten viele Jahre eine sehr große Zurückhaltung von den Kostenträgern. Der MDK hat im Vorfeld die Anträge geprüft, was eigentlich sonst in der Medizin überhaupt nicht üblich ist, haben die Patienten Kostenanträge gestellt. Und das machen wir heute nicht mehr. Heute haben wir ein Meeting, eine Konferenz interdisziplinär und legen fest, dieser Patient hat die Voraussetzungen für eine Operation. Und dann werden die Patienten operiert und die MDK-Prüfung findet wie üblich im Krankenhaus im Nachhinein statt. Gibt es auch Menschen, wo Sie sagen würden, das hat keinen Sinn, die zu operieren? Das geht nicht aus medizinischen Gründen, aus psychischen Gründen?
Die Psyche, die Sie ansprechen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jeder Patient wird vom Psychiater oder Psychologen gesehen. Und wenn wir da eine sogenannte instabile psychische Situation haben, dann dürfen wir zu diesem Zeitpunkt nicht operieren. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Narkosefähigkeit. Wenn der Narkosearzt sagt, auf gar keinen Fall, das packt der Patient nicht, dann tun wir ihm ja keinen Gefallen und müssen ihn dann entsprechend vorbereiten. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Gärtner. Vielen Dank für diese Erhellung in der Adipositas-Chirurgie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, man sollte wahrscheinlich früher zum Chirurgen gehen, wenn das Gewicht sich nicht verändert bei Übergewichtigen. Sie können das über die DRK Medizinakademie abonnieren. Darüber würden wir uns freuen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.